Hallo, da sind wir wieder. Und ich starte jetzt mal vom Hauptmenü aus einem einfachen Grund. Und zwar, wie man sehen kann, habe ich es geschafft, das Spiel auf Deutsch umzustellen. Also beziehungsweise ein Deutsch-Patch zu finden, weil ich spiele es jetzt ab dieser Folge auf Deutsch. Weil ich habe schon selber gemerkt in den letzten Folgen, es ist ein bisschen schwierig zu kommentieren. Beziehungsweise, das dürften andere Let's Player ja auch kennen, es ist schwierig, sich aufs Spiel zu konzentrieren, zu kommentieren und dann auch noch englische Texte zu übersetzen. Deswegen habe ich manchmal auch vergessen, so Meldungen, die wichtig waren, zu übersetzen, weil ich immer wieder abgelenkt wurde. Deswegen gibt's ab jetzt alles auf Deutsch für euch. Also werde ich jetzt in Zukunft, wenn irgendeine Mitteilung kommt, kurz die Klappe halten, dass ihr sie euch sie anhören könnt, und dann werde ich weiter labern. Also, dann tun wir mal unseren Feldzug fortsetzen. Und zwar mit Mission Nummer 7 hier. Wie man sieht, blaues Gebiet, also dürften wir einem feindlichen Keeper begegnen. Baronie Bernsteinreich. In diesem Land wird Keeper Gormagon derzeit von Baron Siegmund und seinen Verbündeten belagert. Ein gewisser Mangel an Vorausplanung hat nicht nur unseren Rivalen in eine schlimme Lage gebracht, sondern auch die Geschöpfe und das Land selbst. Obwohl seine Position jetzt unhaltbar aussieht, können wir vielleicht seinen alten Dungeon übernehmen, wenn er fällt. Ja, also wie man gerade gehört hat, der gegnerische Keeper hat sich übernommen und wurde von Riesen platt gemacht. Na, dann gucken wir mal, was wir da noch retten können von seinem Dungeon. Seht, welches Schicksal Dungeon-Herzen und Keeper erwartet, die in diesem Land versagen. Denn hier laufen Riesen herum, die dem eklig guten Landesherrn gehorchen. Nach diesem Sieg werden sie es nun auf euch abgesehen haben. Das ist weniger gut. Ja, da kommt schon einer unserer Imps. Also ein Portal haben wir schon mal. Alarmfalle. Und da kommt auch schon der erste Riese in unsere Richtung gelatscht. Wir sollten schnellstens einen Schlafraum hier ausbauen, einen kleinen, damit wir hoffentlich ganz schnell irgendwelche, obwohl kein Schlafraum, irgendeinen Raum, dass wir Kreaturen durch unser Portal anlocken. Und zwar ganz, ganz schnell. Denn der erste Riese steht da und latscht auf unser Dungeon-Herz los. Mal sehen, was locken wir am besten an da hinten. Magier dürften fürs erste gut sein. Ach Gott sei Dank, wir haben einen Goblin, der dürfte ihn eine Weile aufhalten. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Ja, mein Dungeon-Herz wird schon angegriffen. Das ist auch weniger gut. Du, beleg mal dieses Stückchen hier. Obwohl, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben eh kein Gold, merke ich gerade. Zum Glück haben wir Goblins. Und die sind beide schon hinüber. Zwei sind schon hinüber. Das ist weniger gut. So einen Heilzauber können wir auch nicht benutzen. Ach, aber zum Glück hat es den Riesen erwischt. Zwei weitere Riesen watscheln da herum. Und ich glaube, einer kommt in unsere Richtung. Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ja, das steht alles hier drüben, wenn ich es richtig sehe. Sogar noch ein Portal. Ja, das meiste steht hier drüben. Wir müssen nur ein bisschen ausbauen. Ihr erbeutet eine Werkstatt.
So, die Werkstatt gehört schon bei uns. Wo sind die anderen Riesen? Einer ist im Schlafraum, der andere ist im Trainingsraum. Da ist eine Folterkammer. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen an diesem Dungeon rumarbeiten. Ihr erbeutet eine Hühnerfarm. Toll, Hühnerfarm haben wir jetzt schon mal. Wir brauchen aber dringend neue Kreaturen. Und vor allem müssen wir die Riesen loswerden. Bringt das was, sie zu blitzen? Na, das macht ein bisschen Schaden an ihm. Aber nicht wirklich viel. Wir haben nur noch einen Goblin. Toll. Und der streift hier auch irgendwo rum, glaube ich. Oh, es gibt mehr Kreaturen. Oder... Moment, ich habe eine Idee. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Nimm den Schlafsaal von hier drüben aus ein. Ja, wir können auch Holzbrücken über Lava bauen. Das Problem ist, die nehmen mit der Zeit Schaden eigentlich. Warum sie es diesmal nicht, gerade im Augenblick nicht tun? Wahrscheinlich ziemlich langsam. Also im ersten Teil machen sie es definitiv schneller. Der Goblin wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Jetzt hast du einen Platz zum Schlafen, ausruhen, los. Dann blitzen wir den hier nochmal, den Genossen. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Jawohl, und da kommt ein Troll, den wir gleich auch mit in den Kampf werfen. Goblin heilen. Autsch, das ging nicht gut. Das war unser Troll. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern hier. Das könnte lustig werden. Dann wird hier hinten halt aus dem Stück der Kerker, würde ich sagen. Oder auch irgendwas anderes, was auch immer wir noch bauen könnten hier hinten. Folterkammer haben wir ja schon, oder beziehungsweise die steht hier. Auf jeden Fall mehr Geld. Nicht schlecht. Der legt sich mit dem Schlafen, während der Riese hier randaliert. Und mit einem Schlag tötet er meinen Imp, hat er getötet. So ein Schwein. Mann, seid mal Männer und kämpft. So viel zum Thema, seid Männer und kämpft. Hilfe. Ach, da löst sich die Brücke langsam auf. Das ist auch nicht so gut. Ja, das ist ein ziemlich zäher Anfang, muss ich zugeben. Die drei Riesen loszuwerden. Ah, Jemine. Ja, ich weiß, dass ich einen Trainingsraum brauche. Erstmal muss ich diese Riesen loswerden. Mann, so ein Krampf. Da habe ich meinen einen Troll verloren.
Ah, ich hab wieder. Ja, komm auf mein Gebiet, dann kriegst du einen Blitz ab. Noch ein Goblin, jetzt habe ich schon drei und keiner traut sich zu kämpfen. Gott, verdammte Feiglinge. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Jetzt muss ich, glaube ich, langsam selber mal ein bisschen hier eingreifen. Erst einmal wieder heilen. So, jetzt werde ich erstmal den Level 3 Riesen hier hinten los. Aua. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Ja, so dürfte das gehen. Okay, der erste Riese ist tot. Beziehungsweise der zweite. Ihr erbeutet ein Portal. Zweite Riese. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Jetzt muss noch dieser Riese da drüben sterben. Ihr erbeutet eine Bibliothek. Ihr erbeutet eine Schatzkammer. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Zurückziehen. Ihr erbeutet ein... Seht her, ein Salamander. Diese uralte Eidechsenform kann nicht durch Feuer verletzt werden und läuft sogar unbeschadet über Lava. Na, jetzt dürfte das eigentlich mit dem letzten Riesen kein Problem mehr sein. Habe ich Heizhauber noch? Ja, habe ich. So. Jetzt sieht das Ganze schon besser für uns aus. Es war um einiges besser. Unser Dungeon Herz ist in Sicherheit. Dann mache ich mal hier ein bisschen diesen Bereich hier größer. Damit ich dort dann ein Gefängnis bauen kann. Das graben wir auch mal aus. Ah ja, die eiserne Jungfrau, die haben wir in der letzten Mission gar nicht wirklich zum Gesicht bekommen. Und zwar, weil... Ja. Weil ich da kein Portal eigentlich hatte. Wir brauchen einen größeren Trainingsraum. Ja, ich weiß, dass wir einen größeren Trainingsraum brauchen, deswegen wird er auch gleich vergrößert. Theoretisch, ich könnte einen zweiten hier reinbuddeln, aber das lohnt sich eigentlich nicht. Viel wichtiger ist noch zwei Imps. So, und jetzt läuft das Ganze wenigstens. Hier sind schon mal zwei Türen. Und es ist Zahltag. So, jetzt habe ich Salamander. Mit denen könnte ich eigentlich mal in die Richtung erkunden gehen. Wo habe ich denn einen? Da habe ich einen. Ich frage mich, auf was die schlafen. Es ist Zahltag. Ja, die eiserne Jungfrau schläft in einer eisernen Jungfrau. Das ist schon mal toll. Wie soll ich sagen? Ironie würde ich es nicht nennen, aber das ist... Sie heißt eiserne Jungfrau und schläft in einer eisernen Jungfrau. Das ist ein... toller Gag eigentlich. Und der Salamander scheint in so einem Krater, so eine Art Nest zu schlafen. Ja. Gut. Dann schnappe ich mir mal einen Salamander gleich. Wenn ich einen finde, da ist einer. Der Mission kann es sein, dass ich ein bisschen öfter mal in die Kreaturen wieder reinspringen muss. In den letzten beiden musste ich das hier zum... Beziehungsweise in der letzten musste ich das eigentlich nicht. Dann kann ich hier nämlich mal ein bisschen durchrennen. Mich ein bisschen umsehen. Ich gehe nämlich davon aus, dass der Gegner noch mehr Riesen hat. Oh, ein Geheimnis. Das ist gut. Da ist ein Geheimnis.
Da sind Fackeln überall. Ah! Und da ist der Gegner. Okay, da ist der Gegner.